Okay, hey Leute, Damien hier. Ich wollte mal ein Tutorial machen wieder von wegen, wie man Trickshots singt. Das ist so ähnlich wie letztens mit dem Sniper-Clips, aber ein bisschen einfacher sogar. Und davon habe ich jetzt zwei Beispiele, die ich heute euch beibringen werde. Und die spiele ich jetzt mal ab. Da sind zwei Styles. Das hier ist erstmal Style 1. Das war ein relativ langsamer Style, passt relativ gut mit so etwas langsameren Lieder. Und Style 2 ist jetzt ein bisschen schneller. Okay, gut, dann geht ihr hier in euren Clip rein. Ich habe hier schon die Punkte markiert, wo das synchronisiert wird. Da tun wir wieder Distrim oder Twixtor, je nachdem, was ihr habt oder was ihr benutzen wollt. Falls ihr Distrim haben wollt und nicht unbedingt Geld dafür ausgeben wollt, könnt ihr ja mein Editing Pack runterladen. Da war das, glaube ich, drin. Jedenfalls keyframet ihr so wie bei dem Feed Tutorial direkt am Anfang 100%. Dann geht ihr zum ersten Markierer. Oder zur ersten Markierung. So 2-3 Frames davor vielleicht. Und geht auf 70%. Dann geht ihr hier auf die Markierung drauf. Macht sowas wie 250. Dann geht ihr so 3 Frames danach und macht's auf 100. Dann macht ihr dasselbe wieder hier. So auf 70. Dann 52. Sowas wie 100. Ja, das könnt ihr dann auch im Prinzip copy und pasten. So, und jetzt seht ihr hier, ist ein kleines Problem, und zwar, der hat noch gar nicht geschossen, wo wir hier den Schuss haben wollen. Ja, also dazu können wir jetzt den ersten Keyframe hier, wo es 70% ist, ein bisschen weiter vorziehen. Und dann auf dem Schuss hier einfach so beschleunigen, bis der geschossen hat, ungefähr. Da. Und dann danach halt wie gehabt bei 100. Dann könnt ihr hier dasselbe, diese zwei Keyframes nehmen, die 70 und was auch immer das war hier, 48, ist vielleicht ein bisschen viel. Könnt ihr dann hier drauf tun. Damien, du Noob, reiß dich mal zusammen. Ja, dann tut ihr das auf dem nächsten Beat, wo der Reload halt ist. Das mache ich mal auf 500, das ist mir ein bisschen zu viel sonst. Danach wieder so 100. Dann hier am Ende wieder sowas wie 500. Ja, und so was damit jetzt passiert ist, auf dem Beat, ist ein richtig hoher Wert. Da beschleunigt sich halt auf dem Beat, dann geht es aber relativ schnell wieder auf 100. Dann wird es immer langsamer, schnell. Und durch diese 100% springt das so ein bisschen. Das ist dann ein bisschen langsamer und sieht auch ein bisschen smoother aus. Ja, nice. Hier geht der Hitmark. Gleich werde ich noch den schnelleren Style zeigen. Das ist aber sehr einfach. Das wird nicht schwer. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Hier springt es vielleicht ein bisschen zu viel. Also in diesem Zeitraum springt es vielleicht ein bisschen zu weit. Was man dagegen machen könnte, ist jetzt hier vielleicht 350, hier 300 und die kann man so lassen. Dann muss man den hier nicht ganz so hoch pushen. Okay, vielleicht machen wir das doch. 300. Was war der hier? Machen wir den auch 300. Ja, dadurch kann der ein bisschen langsamer gemacht werden. Ja, und das war's im Prinzip auch schon für den ersten Style. Ich hoffe, das war auch verständlich. Sollte nicht zu schwer sein.
Am besten macht man sowas auch bei Clips, so wie hier, wo das ein 1080 oder mehr ist, 1440, keine Ahnung. Weil bei 720s kann man zwar auch machen, aber sieht man nicht viel von dem Sync. Ja. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Mit dem Reload könnte man noch ein bisschen rumspielen, dass hier genau, wenn der Clip sich, wo das auf den nächsten Clip geht oder auf den Cinematic, dass man das so hat, dass der Clip gerade hier rausgezogen wird. Aber naja. So, dann kommen wir zum zweiten Style. Okay, ja, ich mache das jetzt nicht nochmal alles, aber im Prinzip, was hier anders ist, ist diese 100% ist nicht. Ja, also die könnt ihr jetzt alle löschen, falls ihr den zweiten Style machen wollt. Und dadurch wirkt das Ganze sehr viel schneller. Hier wird das jetzt viel zu weit sein. Das heißt, das können wir alles ein bisschen runterdrehen. 250. Machen wir den hier mal 270. Den hier vielleicht 300 lassen. Der hier kann auch 300. Ist ein bisschen viel, da kann man. Okay, wenn ihr jetzt hier seid und das ist immer noch zu weit, obwohl ihr das alles ein bisschen reduziert habt, geht hier in den Bargraph Editor und dann könnt ihr jeweils den unteren Wert hier ein bisschen so nach links ziehen. Das heißt, das ist schneller runter beschleunigt auf diese 70. Und dann werdet ihr sehen, dass es dann einiges bringt. So, und den hier können wir auch noch ein bisschen runterdrehen. Vielleicht so 250. Bringt das was? So. Ja, und im Prinzip war es das auch schon damit. Also, hiermit kann man auch noch mal ein bisschen rumspielen. Aber ja, ist euch überlassen. Im Prinzip, im Grunde, egal was ihr singt, mit Twixter auf dem Beat immer hohe Werte und kurz bevor dem Beat immer runter beschleunigen und dann noch ein bisschen mit dem Bargraph Editor rumspielen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. So schwer ist das auch wirklich nicht. Esto, du Noob. Ist halt ein bisschen schneller jetzt. Hoffe, das war jetzt alles verständlich. Dazu kann man jetzt noch Farbkorrektur, Screen Pumps und so weiter machen, so wie ich am Anfang gemacht habe hier. Ja, ich hoffe, es hat geswaggt. Ansonsten, thank you und bye bye.